Wenn es dich interessiert, wie ich mein Jahr 2021 in meinem Kalender Schritt für Schritt plane, damit ich meine Ziele umsetzen kann, dann bleib dran beim Video und ganz viel Spaß. Willkommen zurück bei Kreativgefühl. Ich bin Sina und heute geht es wieder um meinen Kalender und zwar um die Jahresplanung für 2021. Ich weiß, der Januar ist schon ein bisschen eigentlich vorbei fast, aber ich bin relativ ruhig ins Jahr gestartet, weil ich am Anfang des Jahres noch krank war und es hat so ein bisschen bei mir gedauert, bis ich mich so richtig auf die Jahresplanung einlassen konnte. Manchmal ist man ja auch gar nicht so in Planungsstimmung, aber jetzt ging es so richtig los und ich habe für euch mitgefilmt, habe so ein bisschen die Schritte festgehalten, wie ich persönlich für mich das Jahr plane und wollte euch da einfach mal dran teilhaben lassen. Ich weiß, dieses Jahr ist vielleicht auch nicht so gut zu planen wie andere Jahre, aber dennoch ist es super wichtig, sich damit zu beschäftigen, was man eigentlich mit diesem Jahr anfangen möchte. Ich mache es mir erstmal gemütlich und schnapp mir meinen Kalender. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ist der Kalender momentan deutlich dünner als sonst. Ich habe natürlich die Kalenderhefte aus dem letzten Jahr rausgenommen, habe so ein bisschen ja, ausgemistet und habe wirklich gerade nur das Nötigste in meinem Kalender, um damit gut jetzt durchs Jahr zu planen und bin da auch sehr, sehr happy mit. Ich gebe euch nochmal einen kurzen Überblick, was ich jetzt hier drin habe. Das ist einmal das 2021 Heft mit den Übersichten, dann das erste Quartalsheft und auch nur noch das Heft für Kreativgefühl, doch ein paar kleine niedliche Punktesticker. Ich verlinke euch alle Sachen wie immer unten in der Infobox, also schaut da, wenn euch irgendwas interessiert. Und genau diese Sachen nutze ich jetzt auch für meine Jahresplanung. Ich mag es einfach, wenn ich das dann immer direkt griffbereit habe und es nicht auf irgendeinem Zettel zu Hause rumfliegt und man es wieder viel zu schnell vergisst. Es gibt ja ganz vorne im Kalender schon so eine Rubrik für die Jahresziele, die kann man ein bisschen nutzen, das ist mir aber noch zu gering, deswegen nutze ich sowohl auch die Monatsübersichten als auch ein paar Sonderseiten aus meinem Do-it-yourself-Kalender und auch erstmal einfach eine weiße Seite, um meine Gedanken zu sortieren. Und damit starte ich auch, das ist auch mein allererster Schritt und dort liste ich einfach Dinge auf, die ich dieses Jahr machen möchte, die ich erreichen möchte. Und ich unterteile das unter Privat und einmal unter Sachen zu Kreativgefühl und schreibe das erstmal runter. Das klingt natürlich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen überfordernd. Das ist auch eine Sache, mit der man sich sehr lange beschäftigen kann, wenn man darauf Lust hat. Was mir hilft, ist, mich auf Bereiche zu fokussieren. Das heißt, ich gehe einzelne Lebensbereiche durch und schreibe mir dazu meine Wünsche und Ziele auf. Das kann sein, dass es um den Wohnraum geht, die Räumlichkeiten quasi, wo man lebt, wie man lebt und so weiter. Dann ist Urlaub und Freizeit bei mir immer so eine Kategorie, Liebe und Freundschaft eine Kategorie, dann Gesundheit. Zu Gesundheit kann auch sowas wie Ernährung zählen. Was habe ich mir da vorgenommen? Auch mentale Gesundheit auf jeden Fall. Dann Finanzen und Geld. Das kann natürlich, je nachdem, wenn ihr auch so eine richtige Business-Rubrik habt, kann es auch eher da reinzählen. Und natürlich Kreativität. Wer hätte es anders gedacht, aber das ist für mich auch ein wichtiger Lebensbereich. Und dazu schreibe ich alles runter. Das kann man natürlich noch ein bisschen weiter aufbauschen, sich noch viel mehr mit seinen Visionen und Zielen beschäftigen. Das würde jetzt aber gerade den Rahmen von diesem Video ein bisschen sprengen. Ich verlinke euch nochmal Videos zum Thema Vision Board. Wenn ihr da noch ein bisschen Unterstützung braucht, könnte euch das helfen. Ansonsten kann ich auch zu diesem ganzen Visionsthema gerne nochmal Videos machen. Genau, da gibt es viele Sachen, die man auch berücksichtigen kann, wie man sich so ein bisschen besser mit seinen eigenen Wünschen und Zielen verbindet. Aber ihr könnt da auch erstmal einfach alles runterschreiben und ganz, ganz wichtig, beschränkt euch da nicht gleich und denkt, oh nee, das schaffe ich ja eh nicht dieses Jahr oder das erreiche ich ja eh nicht, sondern es geht hier erstmal um eure Ziele, eure Wünsche und das, was ihr umsetzen möchtet. Gerade im Kreativgefühlbereich habe ich dann natürlich auch schon vorher länger dran gearbeitet und gebe mir da auch ein bisschen Zeit, das umzusetzen. Dann habe ich eine Rubrik aufgemacht für 2022, denn es kommt immer mal wieder vor, dass ich irgendwie Ziele habe, Wünsche habe, die nicht mehr in das Jahr reinpassen oder die mir dann vielleicht doch zu groß erscheinen oder wo ich eine längere Vorlaufzeit brauche. Und da habe ich mir einfach einen Ort gebaut, wo da alles einfach hin kann.
Und dann arbeite ich super, super gerne für meine Jahresplanung mit diesem Zeitstrahl. Das ist eine Sonderseite aus meinem Do-it-yourself-Kalenderpaket. Und dort nehme ich jetzt die Sachen von Kreativgefühl. Das heißt, es geht jetzt hier nicht um meine privaten Sachen, sondern alles, was quasi meine Selbstständigkeit betrifft, übernehme ich in diesen Zeitstrahl. Es klingt vielleicht verrückt, aber das habe ich auch neulich schon wieder bei einem Workshop gelernt. Man sollte immer mit seinem eigenen Urlaub anfangen, damit der nicht verloren geht. Ich habe den im Sommer eingetragen. Es steht natürlich alles nicht 100% fest, aber dass man da auf jeden Fall irgendwie eine Sommerpause plant. Und dann bin ich so vorgegangen, dass ich erst Dinge eingetragen habe, die feste Daten haben. Also es gibt natürlich Sachen, gerade wenn es jetzt hier um Kalender und so weiter geht, die müssen einfach zu einer bestimmten Jahreszeit fertig sein, die müssen online gehen, gerade auch wenn man irgendwie mit anderen Leuten zusammenarbeitet, gerade wenn man mit anderen Firmen zusammenarbeitet und so weiter und so fort, hat man da natürlich feste Dates, die kommen da rein. Den Do-it-yourself-Kalender werde ich auf jeden Fall dieses Jahr auch schon so fertig haben, dass er vor der zweiten Jahreshälfte online geht, dass ihr euch da auch schon dann ab der zweiten Jahreshälfte da den Kalender für 2022 basteln könnt. Dann habe ich noch eingetragen, dass ich den Januar eher ruhig gestartet habe. Einfach, ich wollte auch was beim Januar stehen haben. Und dann trage ich mir die großen Projekte ein. Und durch diese Jahresübersicht sieht man einfach ganz schön, wann man einfach Platz für unterschiedliche Projekte hat. Ich möchte jetzt am Anfang des Jahres zum Beispiel unbedingt wieder das 4-Wochen-Programm, also den Kreativkurs, deine kreative Auszeit starten. Das ist mir super wichtig, das jetzt nochmal wieder zu ermöglichen und da einen Durchgang zu starten und quasi die Tore zu öffnen. Und alles Weitere dazu notiere ich mir natürlich hinten in dem Heft. Aber es ist super spannend für mich einfach so zu sehen, okay, das wird den März betreffen und danach kann ich dann weitere größere Projekte angehen. Als nächsten Schritt nehme ich dann die grobe Jahresplanung und versuche sie in die nächsten Monate zu transferieren. Das mache ich wirklich dann eher so für die nächsten 2-3 Monate und mache das nur kurz vorher, also nicht einmal fürs ganze Jahr, weil es ändert sich dann doch immer recht viel. Und für alle, die sich wundern, was diese roten Punkte bedeuten, das ist vielleicht ein Trick, ein Tipp für alle, die auch selbstständig irgendwie arbeiten und die in ihrer Periodenzeit einfach nicht so aktiv sind oder irgendwie da auch mit PMS zu kämpfen haben und so weiter und so fort. Und die wissen, ja, in der Zeit wird es mir nicht so gut gehen, da werde ich einfach nicht so viel Energie haben. Tragt euch das in den Kalender, damit ihr da einfach drauf achten könnt und ein bisschen, ja, auf euch selber, auf euren Körper Acht geben könnt und da jetzt keine krasse Abgabephase habt. Da trage ich dann einfach in diese Monatsübersicht alles Mögliche ein, wann welche Sachen online gehen sollen und habe das im Prinzip als nächsten Schritt. Lasst euch nicht wundern, das steht jetzt hier noch bei mir falsch mit Bleistift drin. Der Kreativkurs wird im März wieder den Durchlauf haben. Das heißt, die Anmeldephase wird Ende Februar offen sein und es wird auch wieder einen kostenlosen Kreativ-Online-Workshop geben. Der wird am 21. Februar online gehen, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Also merkt euch das super gerne. Alle Infos kriegt ihr dann aber auch in den nächsten Wochen. Abonniert den Kanal dafür total gerne. Und das Ganze transferiere ich dann natürlich als nächstes in meine Wochenübersichten, auch mit den Monatsfokusseiten und Monatsrückblickseiten. Das heißt, das ist dann die kleinste Ebene, auf der ich mich dann wirklich von Woche zu Woche organisiere. Dafür liebe ich es auch einfach, unten da diesen Platz zu haben. Und eine Sache fehlt noch so ein bisschen, die nicht 100% zu wirklich einer Jahresplanung gehört, aber für mich auf jeden Fall zu jedem Jahr dazu gehört. Und zwar ist das mein Jahreskreis. Darüber haben wir ja auch schon häufiger mal diskutiert, ob bei euch das Jahr eher als Zeitstrahl im Kopf abgespeichert ist oder als Kreis. Bei mir ist es eindeutig als Kreis. Schreibt das super gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch ist. Bei mir startet das Jahr auch unten, auch wenn das für manche nicht nachvollziehbar ist. Aber diesen Jahreskreis male ich super gerne einmal auf und nehme den einfach, um ja, Dinge festzuhalten, um mir Notizen zu machen, was waren so die Besonderheiten der einzelnen Monate. Das heißt, das ist nur eine Rückblickseite,
zählt nicht zur richtigen Planung, aber brauche ich auch auf jeden Fall und habe das deswegen auch mit eingebracht. Das waren also so die Schritte, wie ich mein Jahr plane. Ich bin damit sehr happy. Ich kann euch natürlich nicht alles ganz genau zeigen, aber vielleicht helfen euch ja das Vorgehen und ihr könnt es für euch adaptieren. Wie sieht es mit eurer Jahresplanung aus? Habt ihr schon das ganze Jahr durchgeplant oder macht ihr es dieses Jahr komplett frei und habt irgendwie noch gar keine Ziele? Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Da geht jeder ja jetzt gerade sehr unterschiedlich ran. Hängt natürlich auch immer davon ab, was man so vorhat und wie viel man generell plant. Es würde mich total interessieren. Und falls es zu euren Zielen für dieses Jahr gehört, dass ihr kreativer werden wollt, dass ihr euch mehr Zeit für euch selber nehmen wollt, dann schaut unbedingt mal in der Infobox vorbei. Da kriegt ihr alle Infos zu dem 4-Wochen-Programm, was bald wieder öffnet und auch zu dem kostenlosen Workshop, Online-Workshop, den es geben wird, damit ihr den nicht verpasst, könnt ihr euch das Datum schon mal in den Kalender schreiben und rot markieren und dann können wir da schon ein bisschen kreativ zusammen sein, wenn das vielleicht was für euch ist. Ansonsten wünsche ich euch einen super, super schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!